Moin meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Secret Hitler. Heute hey. Wieder mit allen vom Team Pizmeet und den Gästen Dalukat und M-I-K-K-E-L. Also dass Dalu und ich hier noch als Gäste Hallo. Genannt werden in diesem Format. Ja, Mikkel, bei dir ist noch schlimmer, ne? Ja, ein bisschen nah. Bei Gartic Phone werden auch die zweite Reihe Leute als Gäste bezeichnet. Ja, dann außerdem ich das ist Dalu schon lange nicht mehr hier gewesen. Wir freuen uns immer, ja, wenn er also hier auf unserem Kanal ist. Zumindest Stammgast fände ich schön. Stammmickler. Wir spielen wieder Secret Hitler. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt nicht richtig verrechnet habe, haben wir zwei Faschisten und einen Hitler, beziehungsweise drei Faschisten mit einem Hitler on board. Der Rest ist dann vier Liberale. Und mal gucken, wer gewinnt. Gucken, wer anfängt. Das ist einmal hier der. Oh. Rot. Dalu. Das ist ja schon mal scheiße. Dalu fängt an. Einmal hier für alle Zuschauer, die jetzt gerne zugucken wollen hier, ne? Was ich bin oder was nicht bin, was ich nicht bin, ich reveal jetzt. Was nicht bin. Oh, Jay nicht ist. Aber warte mal, ich reveal auch mal eben, warte. Und hab wieder geschlossen. Ja, nur damit ihr es wisst, was ich bin. So. Ja, Dalu, wen willst du denn wählen? Ich nehme den Präsidentenkram und nehme den Kanzler. Oh, wohl nee, oder übel. Kanzler Valorum. Das ist ja komplett random. Ich glaube, die sind im Team. Dalu, ich mag den. Also ich glaub, ich lass das jetzt wieder komplett überinterpretieren. Warum hast du mich genommen gerade? Wie kann das sein? Das ging zu schnell. Ich verstehe das nicht. Das ist die klassische Eröffnung, so wie beim Schach. Sodass die wie heißt denn der Move? Der muss ja wohl die Bismarck'sche Fuchsfinte. Der Move heißt lernen. Immer mit Ja stimmen. Beim Schach gibt es 2 Milliarden kommt. Verschiedene Eröffnungsszenarien. Das ist eine der klassischen. Also das Kanzler nach hinten. Oh, alle sind dafür. Alle Faschisten. Alle Faschisten. 3 Stück, ne? Die sehen ich weiß auch jetzt schon. Nicht. Ich weiß, es wird einfach jetzt schon wieder ein die schlimmes nicht, Spiel. Ne? Weil Hallo, weil jetzt du Gast bist, darfst du heute auch mal 4 ziehen. Okay, gut, danke. Das ist ein Ding. Alle dafür gestimmt haben, muss ja eigentlich Dalu Fascho sein, ne? Also es kann nichts anderes sein. Ja, nee. Alle Quatsch, Dalu ist Dalu realistischer. Kann ja verschwinden lassen, ne? Also ich bin immer für einen Regierungswechsel, deswegen musst du immer mit Ja stimmen. Hä, und wenn einfach der gleiche nochmal antritt? Achso. Kannst du schon wieder auflegen, weil sie so scheiße ist. Oh. Ärgerlich. 2 rote Dalu, was heißt das bitte? Kann ich das mal erklären? Oh Mann, ey, weißt du, ich bin letzter und jetzt kriege ich einfach schon wieder. Du kriegst jetzt erstmal die beide raus. Ich hatte 2 blaue und 1 rote. Drei blaue hattest du, ne? Wir haben noch eine rote aus dem Ärmel. Ja, also jetzt hier kurz, was passiert? Ich habe wirklich 3 rote. Ja. Ja, was sollst du auch anderes sagen, als wenn du uns jetzt erzählst, dass du die blaue wegwirfst? Ich kann ja sagen, dass Jane. Naja, ich könnte ja getrickst haben. Okay. Ich könnte ja die blaue weggeworfen haben. Habt ihr beide eine blaue abgelegt? Krass. Na. Das ist tatsächlich eine Option. Also, das ist eine Option, ja. Eine sehr unwahrscheinliche, die auch nicht aufgetreten ist. Aber Jonathan muss erstmal spielen. Warum du das gar nicht feierlich verkündet, wen du hier an deiner Seite an ja, das ist einfach, hast. Weißt du, komm. Feierlich. Ja, das ist einfach der Nächste. Pink Sweet. Das hast du doch noch nie. Jetzt müssen aber, oder? Jetzt blau. Was? Da saß du doch noch nie, oder? Nee, da saß ich auch noch nie. Ich finde das auch so, ihr seid da so ein Viererteam. Hier sind so Jay und ich in die Ecke gedrängt. Ich hatte die Option, braun zu nehmen oder mich zwischen Mikkel und Sepp zu setzen. Oder, ja. Ich bin weiß und unschuldig. Gäbe es eine schöne Farbe einfach. Also ich glaube an Bram und Peter, dass sie jetzt da eine blaue legen. Safe liberal, die beiden. War ja statistisch auch sehr hoch. Was hat denn so Bram? Also von mir ist keine blaue verschwunden. Keine blaue verschwunden. Oh. Okay, also ist gelegt worden. Weg. Alter, ja, der Rote hier, neben mir, der Rot gelegt hat. Du bist mal ganz leise. Ich hab nicht gelegt. Du bist der Präsi, du bist am meisten dran. Nee, hingelegt hat der andere. Bevor ich jetzt hier kurz Kanzler mache, hätte ich mal so eine taktische Frage. Mikkel, wen nimmst du denn gleich? Ich habe beraten. Wenn ich dran verkündet. Bin, könnte ich. Weil wir sind ja, wenn ich jetzt Sepp nehme, sind wir ja quasi durch. Boah, krass. Ja, dann ist Sepp danach beides. Nicht Sepp, ja, das Mikkel. Geht ja nicht.
Nimm doch einfach Salo, weil er ja schon eine rote gelegt hat. Da kann Mikkel sich doch beschäftigen. Zukunftsmikkel. Ja, das macht Zukunftsmikkel. Dann wird das Spiel interessant. Ja. Wenn wir einmal durch sind. Wir sollten das verbieten, dass man einfach in der Reihenfolge geht. Finde ich auch. Wir brauchen mehr Regeln. Ich finde, also wir könnten einfach auch nochmal alles zurückdrehen. Und aber neu starten, ja. Wieso sind denn alle mal aber Peter, du willst selbst ja jeden. Wenn du diese Rede hast, selbst. Genau, dann wählst du ja jemanden und irgendwann ist dann eben. Wie würdest du denn jetzt als Fascho dafür argumentieren, dich nicht zu nehmen quasi? Also na, einfach so wie immer, so Trash-Talken, das können doch alle Problem. Sonst ich habe das erkannt, bei Mikkel gleich einfach Nein stimmen, habe ich verstanden. ist okay. Ja, einer hat halt Pech gehabt. Aber hab ich, oh, ich verstehe immer, ja, stimmt, geht nicht, nichts, einfach Nein, egal wen du willst, Mikkel, tut mir leid. Hat mich überzeugt. Oh, Mikkel, ey. Ja, aber ich sehe das. Finde ich okay. Ja, guck mal hier. Oh. Was ist denn da los? Ich bin der Meinung, dass Mikkel Peter oder Bram nehmen sollte. Das kann er checken. Ach, Mann, das ist so. Der Ablauf ist Jalo oder Jay. Ja, der Ablauf ist halt leider immer derselbe. Ja, was ich checke, kurz? Ist doch jetzt wieder mal nur für mich, weil mir A, eh keiner glaubt. Ich glaub dir. Ich glaub dir auch. Da haben wir die drei, ja. Das geht einfacher, geht ja gar nicht. Spiel vorbei. Which you gonna choose? Also ich würde mal in den Raum werfen, da ja zwei Leute drei rote gezogen haben, die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering ist. Müsste ja einer mindestens von beiden Fascho sein. Wenn sie jetzt beide Fascho sind, ist das natürlich belastend. Ja, aber Christian kann sich ja nicht selber checken, also müsste er dann ja im Zweifel Dalu oder mich checken. Genau, ja, Dalu. Oder dich. Nee, Dalu, weil warum nee, Dalu, dich oder mich? Sepp macht überhaupt keinen das macht Sinn. Doch naja, du bist halt genauso gebumst wie mir. Ja, das ist die erste Runde, der kann jeden checken, theoretisch. Ja, stimmt doch, ja. Ich freue mich schon, wie wir so 10 Minuten entschieden haben. Aber unabhängig davon, wenn Christian die Wahrheit sagt, dann würde er, wenn er mich checkt, ja, also Jay zu checken bringt ja nichts, wenn er keine Wahl hatte, die Karten zu legen. Genau. Und bei mir genauso, das macht keinen Sinn. Warum versuchst du jetzt Jay rauszunehmen? Er kann ja auch mich checken. Finde ich auch so, dass ich tatsächlich gerade. Ja. Ich würde Dalu checken. Da du dich selber in die Waagschale wirfst, nehme ich einfach dich. Ja. Party-Membership, ne? Das gefällt mir ja nicht. Oh, das ist schon mal eine gute Frage. Ja, ne? Party-Membership. Party-Membership, ja. Und bitte umdrehen. Ja, genau so. Ja. Ich muss mal kurz ans Telefon, wenn ihr checkt. War das nicht für alle offensichtlich? War, jetzt hallo? Mit der offiziellen Liste. Ich glaube, da war auch ein Rotstich. So ein Schimmern habe ich da, glaube ich. Hey, ist die Karte wieder kaputt gewesen am Rand? War eher so eine blaue Karte. War das eine PSA 10? Hast du gesagt, er ist liberal? Mhm. Dann seid ihr beide Faschisten. Er ist liberal. Okay. Du warst noch nicht dran. Also warte mit dem Lachen. aber ich darf jetzt, ne? Ja, Mikkel sollte, keine Ahnung. Also, hat Dalu jetzt selbst gehabt, aber wer... Ja, Mikkel, den Witz hättest du machen sollen, bevor du wählst. Ich sag nein. Ich würde sagen, ja, Mikkel sollte Bram oder Peter nehmen. Ja, eigentlich bin ich für Peter tatsächlich. Wobei ich finde halt... Nee. Ich würde sagen, Bram ist liberaler, weil er... Als Präsident. Ja, aber kannst du euch trotzdem Peter nehmen. Ich habe eine blaue bisher gelegt und es ist okay, wenn ich nichts mehr tun muss. Ich kann am Ende sagen, ich kann aber sagen, ich habe eine blaue gelegt, ihr habt das Spiel verloren. Ja. Also Mikkel, der Liberalste für mich ist Dalu, weil ich seine Karte gesehen habe. Ja, der Ablauf ist halt immer gleich. So, am Anfang, die ersten drei ziehen halt ihre Karten so, wie es kommt. Nur weil Peter und Bram blau gelegt haben, die erste blaue, heißt das noch gar nichts. Nur dass ich rot gelegt habe oder du, Jay, heißt das auch gar nicht. Ja, okay, pass auf, Mikkel, nimm mich. Mal gucken, ob das durchkommt, wenn ich dazu frage. Weil ich weiß ja, was ich bin. Also ich muss jetzt, Mikkel, egal, wenn du jetzt willst, ich will nein, habe ich ja vorher schon gesagt. Ah, nee, ich darf gar nicht. Oh, du willst nein? Ja, habe ich ja vorher gesagt, Sepp hat mich ja überzeugt. Aber willst du Mikkel einfach komplett rauslassen an der Nähe? Nein. Ja nein, Mikkel, also bei mir würde ich ja. Ich will mich einfach nur aus der Verantwortung raushalten, Peter. Das ist alles. Du willst einfach nur daneben stehen und Finger zeigen auf die Leute. Ja, komm, das ist ja ganz klar. Viele Regierungs- der klassische Twitter war das nochmal. Genau, der klassische Twitter. Wer war das denn nochmal? Die FDP oder sowas, die dann gesagt hat, ja, wir wollen und nein, wir wollen dann doch nicht. Deswegen zwingen wir Bram einfach in die Regierung. Sorry, reveal. Was? Moment, Bram hat gesagt, wenn jemand Mikkel wählt,
Was wurde revealed? Ich möchte nicht gewählt werden. Nein, 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 Sepp war noch AFK, als Christian meine Karte gewählt. Alle ja wählen. Dalu Kart ist Fascho. Ich habe euch doch gesagt, dass er nicht da ist. Alle ja wählen. Dalu ist angeblich liberal. Ja, ja, und ich möchte nicht gewählt werden. Was ist jetzt Christian Phase? Christian hat Dalu genommen. Er telefoniert Bram, nicht. Genau, ich habe Dalu gecheckt, der ist liberal. Mikkel wählt Bram. Hopp. Dalu ist nicht liberal. Yes. Das ist schon mal. Habt ihr da auch was gezogen? Mal gucken, schlussfolgerungsmäßig. Wer scrollen möchte und wer nicht. Ich bin ja hier. Warum soll ich denn das? Jawohl! Drei sagen nein, vier sagen ja. Also ich verdächtige wieder mal. Das Spiel lief doch bis gerade noch so gut, ey. Wieso, was, warum bist du nicht so gut? Du hast doch noch nichts gemacht, oder? Doch, ich hab eine blaue gelegt. Und alle anderen haben eine rote gelegt. Ja, ich dachte, das ist kein Argument. Doch, das ist ein ziemlich gutes Argument. Bram ist safe, Fascho. Ist schon durch. Man möchte nicht gewählt werden. Ja, aber als Fascho willst du noch gewählt werden, oder nicht? Mann, bitte, bitte, Mikkel. Eigentlich schon. Achso, war ein Joke. Der Joke ist an dir vorbeigefahren. Ja, ist war over my head war gegangen. Fast. Okay, bei Secret Hitler wird nicht gescherzt. Okay. Guck mal, du hast zwei blaue gelegt. Er hatte die Wahl. Er hatte die Wahl und ich habe sogar noch eine blaue vorher abgelegt, weil ich wissen wollte, was er tun wird. Gott sei Dank. Oh. Bram. Also. Was wird ein gutes Hitler? Moment, das bedeutet. Aber gut. Ja, ich bin, das heißt, ich bin liberal oder Fascho oder so. Ja. genau das heißt. Nee, liberal oder Hitler. So, komm, ich habe meinen Beitrag geleistet, jetzt macht ihr den Rest. Ja, ich will ein entspanntes Spiel haben. So unangenehm ich das jetzt ausspreche, weil ich weiß immer, in welche Richtung das einen rückt, aber das entkräftet zumindest ein bisschen Christian und Dalu, ne? Mit den zwei, drei ja, Roten. Ach, wenn komm, ihr halt zwei blaue bekommt. Warte mal. Also wie, ach komm, es ist Jay. Was soll ich denn blaue sagen? Weggelegt wurde. Siehst du, genau das meine ich. Es ist eine blaue. Ja, aber dann ist doch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du halt drei rote ziehst. Ja, einmal. Ich weiß ja nicht, was die gezogen nicht haben. Zweimal. Also, Mikkel, danke. Ja. Da sind ja jetzt noch, da sind jetzt noch vier blaue drin, Jonathan. Das ja, Sepp, das heißt, nein, du liegst da jetzt hundertprozentig eine blaue, sonst bist du Fascho. Drei blaue. Okay. Gott sei Dank, nein, da ist gewählt schon werden. Halten wir einmal fest. Wenn Sebastian jetzt eine rote legt mit seinem Kanzlerkandidaten, dann ist hat er genauso eine rote gelegt wie du. Weil das ist ja dann ne, durch. Dalu, wenn du jetzt hier, dann hast du die ja verschwinden lassen. Nein, muss ja nicht. Es kann auch einer zwei blaue gezogen haben, der Fascho ist. Denn wenn das so kann ist, nur Bram gewesen dass, sein wenn dann. Das so ist, dass da nur die blauen drin sind. Wir waren ja alle jetzt schon einmal dran. Ja, das würde ja bedeuten, dass die Fascho sind, drei rote gezogen haben. Peter war noch kein Präsident. Und Jay auch nicht. Selbst die Theorie kann immer noch sein, dass Dalu gerade zwei blaue gezogen hat, eine blaue entfernt hat, ich eine blaue entfernt hat, genauso wir haben, Christian und... Genau. Und wir haben zwei Leute, die halt immer nur Puppen waren. Es kann auch einfach sein, dass der eine Fascho eine blaue, zwei rote hat und einfach die blaue weggelegt hat. Oder zwei blaue, eine rote hatte und deswegen eine blaue legen musste. Interessante Wahl. Wie kommt's dazu? Also entweder sind Christian und Dalu Fascho. Ich würde das schon jetzt gerade gerne wissen. Entweder sind Christian und Dalu Fascho oder Dalu ist safe liberal, weil Christian ihn halt nicht fronten würde als Liberaler, wenn Dalu ein Fascho, also wenn Dalu ein Fascho wäre, würde er das ja direkt revealen. Entweder sind sie im gleichen Team oder Dalu ist liberal. Und da hat mehr Liberale am Tisch gibt als Fascho, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und wenn ich jetzt Dalu quasi ertappe, haben wir quasi Christian auch ertappt. Okay. Ja, aber was ist, wenn du jetzt Fascho bist, sagst, dass du mich ertappst? Nein, Dalu, dann glaubt mir aber Christian ja nicht, Christian redet diese Folge sehr viel. Ich glaube, er ist Fascho. Dann glaubt mir Christian ja nicht, Dalu. Du hast immerhin Christian ja noch als auf deiner Seite. Als ob man sich doch an alte Folgen erinnern kann, wer viel redet. Bram hat viel kleiner gezogen als letztes Mal. Ich glaube, der ist Hitler, der will nicht so. Das ist der Tell. Findet ihr das gut, was Sebastian vorgeschlagen hat, Bram Peter, oder nicht? Naja, das Problem... Ich äußere mich dazu. Ich habe zwei blaue gelegt. Macht das bei euch aus? Ja, aber deswegen will ich ja wissen, wie du reagierst. Ob du das gut findest oder nicht. Ich stimme immer ja, außer bei Mikkel. Wen hat Sepp zur Auswahl? Die bisherigen Puppen, Jay ja, und Peter? Die bisherigen Präsi, der für eine rote mitverantwortlich ist, Jonathan? Oder den bisherigen, Christian? Oder den bisherigen Präsi, der für eine rote verantwortlich ist, aber von einem anderen heißt, Spieler die, als liberal confirmed heißt, wurde? Das heißt, die ehemalige Puppe legt jetzt quasi
mit dem Rotleger zusammen. Also pass auf, es gibt noch die andere Statistik. Jetzt fängt da du auch noch an zu reden. Es gibt noch die gute Statistik, dass ich Sepp oder Christian glauben muss, weil ich bin liberal, das bedeutet ein Fascho ist Mickel. Und das ist... Damit ist die Statistik noch weit runter. Hört er sich jetzt schon so ein? So, nein. Also, ich glaube tatsächlich, dass Dalu, Chris und vielleicht Sepp die Faschos sind. Das heißt, du hast jetzt Nein gewortet. Ja, exakt, ja. Dann wie kommst du denn? Also, durch. Okay, das wäre aber krass. Mann, aber bitte wählt auch Nein. Also, meine Argumentation finde ich. Also, ist doch super liberal, oder nicht? Okay, Mickel finde ich tatsächlich gar nicht so verkehrt. Okay. Also, ist das jetzt ein Nein? Guck mal, dann haben wir das andere Team ja schon mal. Das ist ja schon mal ganz schön. Die anderen vier, ne? Sepp, ja. Wahrscheinlich ja. Ich hab ja. Peter, wie viele Folgen haben wir hintereinander? Dann werden auch, ja. Das heißt, das ist scheißegal, wie ich eben. Fascho. Ja, eben. Deswegen bist du der Fascho. Du musst Fascho. Interessant. Guck mal, das sind die drei Faschos. Dann können wir jetzt. Ich habe ja gesagt, das ist egal, wie ich stimme. Dann haben sie Bram noch auf ihrer Seite. So egal, oder wir sind nicht. Die vier und ihr seid. Nee, ich glaube, ihr habt Bram noch auf eurer Seite. Jonathan hat spekuliert. Jetzt die Seite, Mickel, ist okay. Danke. Nee, ich hab nichts spekuliert. Ob er den Turn macht. Nee, hab ich ja nicht. Das Zünglein an der Waage ist. Und ich habe ja sogar gesagt, es wird keinen Unterschied machen, ob ich Ja oder Nein mache. Nee, hätte ja. Wenn einer Nein gesagt hätte, wärst du ausschlaggebend gewesen. Ja, und wenn Mickel noch Nein gesagt hätte und Bram Nein gesagt hätte, hätte ich mit dem Ja den Ausschlag gegeben. Aber bei 7 Leuten zu sagen, meine Stimme ist völlig egal. Genau, ja. Also, das ist halt dumm. Deine Argumentation ist halt falsch. Hey, ja, nee, ich hab auf Peter gehört, weil der und wieder eine rote. Danke, Dalu. Bram hat nur nicht drüber nachgedacht, glaube ich. Nee, Jonathan, du hast dich einfach als Fascho jetzt reviewed. Oh, okay. Nice. Ich hab einfach für eine blaue gestimmt, Jay. Ne? Ja. Möchte ich mal hier ganz kurz sagen. Ich sag gar nichts mehr. Ich möchte mich gleich als Präsident. Ich hab für 2 blaue besorgt und für eine blaue Ja gestimmt. Ich hab da kein Problem mit. Das geht alles in die richtige Richtung. Ist das jetzt das Mindgame von euch irgendwie? Bram ist safe liberal. Ich habe 2 blaue gezogen, das heißt, es war tendenziell noch waren mehr blaue drin als. Also das mit den roten, 3 roten gezogenen ist nicht. Also, ne? Dalu hat dann 2 blaue bekommen, oder was? Nee, Dalu hat eine rote und eine blaue gekriegt, damit ich ihn fronten kann, wenn da eine rote liegt und Christian dann auch mit. Muss jetzt gemischt werden, denn es ist durch. 2 sind da nur noch drin. Ja. Niemals, was da drin war. Vielleicht lügt. Das wäre so lustig, wenn wir jetzt beide liberal sind, aber davon ausgehen, dass der andere Fascho sein muss. Ja, Peter, viel Spaß, ne? Ja, danke schön. Ich hatte noch nicht die Ehre, Präsident zu sein. Aufgrund der bisherigen Sachen würde ich vorschlagen, ich mach Bram zu meinem Kanzler. Ja, ich hab für 3 blaue gesorgt. Ich hab doch jetzt genug Bram getan. Bram hat richtig Bock da drauf. Bram ist halt so unsere weiße Weste. Ja. Der hat auch gesagt, der stimmt immer für Ja, weil der ist immer für Regierung. Also bei Bram würde ich auch mitgehen. Ach Mann, Mickel. Na klar gehen wir mit Bram mit. Also guck mal. Jay und Mickel sind Peter, du fixst mich doch jetzt. Peter-Präsident, die gerade auch Nein gestimmt haben. Bei dir kann ich davon ausgehen, dass du zumindest die blaue legst, wenn du sie bekommst. Ich glaube, wenn du das alles runterschreibst, was passiert ist, kannst du in dem Spiel nie was rausfinden, wer wirklich Fascho ist oder nicht. Ja. Außer einer, da außer bin ich zwei anderer Meinung. Clash. Ja, außer zwei clashen sich. Also, nee, ich glaube, so ein Psychologe, also ein guter Psychologe, der auf so spezialisiert ist, der findet nach der ersten Runde, weiß ja schon, wer was ist. Ja, aber von dem, wenn du ohne Reden, wenn du nur das Pattern hast, wie die Leute ihre Karten legen und wer was gezogen hat, ist Selbst kann jetzt immer noch Fascho sein. Er hat einfach 2 blaue gezogen, musste mir die Wahl lassen. Ja. So. Am Anfang spielst du ja, also revealst du dich vom Spielstil ja nicht als Fascho, das stimmt schon. Oh, okay, das heißt, wir sind jetzt gewechselt von früheren Spielen, wo der erste, der rote gelegt hat, direkt Fascho war. Jetzt ist Dalu da passiert. Nee, da heißt es, oh nee, das sagt mir gar nichts. Moment. Also ich glaube, von den 10 Mal, wo ich angefangen habe, habe ich 9 Mal eine rote am Anfang gelegt. Wir sind ja vor allen Dingen auch mittlerweile ein bisschen weiter als nur die erste Runde. Also Christian hat ja Dalu auch schon. Wir sind noch nicht einmal durch. Jay war immer noch nicht Präsi zum Beispiel. Das Problem ist, es wird wieder bei mir landen, dass ich nicht Hitler wählen darf. Ich sehe das jetzt. Dalu, was hältst du denn davon, wenn wir 2-mal überspringen? Ja, dann bringt okay. Jetzt noch gar nichts. Bringt Dalu ja gar nichts. Ja doch, dann gleiche, kann ich das Spiel nicht versauen. Die Idee hatte ich bei mir. Ab mir.
Weil dann können wir Bram zum Präsi machen. Warum? Ja, ganz ehrlich, wieso? Weil du fucking drei Blaue gelegt hast. Deswegen bist du Präsi. Ich hab doch meinen Job gemacht. Überspringen, Jonathan. Nein, mach einfach erst auch, als Liberal gecheckt hat. Vielleicht endet naja, es weil er halt genauso auch Fascho sein kann. Die haben zwei ja, komm, Peter, gib her. Wir machen das fertig. Er will sogar. Ja, guck mal. Aha. Dann müssen wir jetzt nicht mehr so lange labern hier. Die ganze Zeit. Ja, wenn hier passiert ja nichts die ganze Zeit. Ja, ich weiß. Das Gute ist, dass Mikkel noch keine Macht hat. Lass uns schon mal darüber unterhalten, was passiert, wenn Mikkel Präsi. Guck mal! Da ist er, der Fascho! Okay. So, Peter. Wenn du mich jetzt, ich sag dir jetzt schon, wenn du mir jetzt eine rote aufdrückst, ja? Danach werde ich immer für Nein drücken. Hä? Immer? Immer. Peter. So, also, wir kriegen jetzt auf jeden Fall stehen für drei. Ist das eine Drohung oder ein Versprechen? Bram, du hast ja dein letztes Versprechen auch nicht gehalten. Doch, ich hab bei Mikkel. Ich mach mal, ich mach mal einen ganz wilden Guess gerade. Sepp ist der Einzige, der Nein getippt hat, weil er nicht weiß, wer mit wem er im Team ist. Jonathan, du hörst mir einfach nur nicht zu. Ja, aber warum sollte er Nein sagen? Ganz wilder Guess. Ja, ich finde Nein aber dann schwierig. Also, außer, dass wenn. Ich habe doch gesagt, dass Peter und Jay überspringen. Oh, ich wollte nicht, Alter. Du wolltest wohl. Du hast gesagt, komm, Peter, wir machen. Ich habe gesagt, komm, wenn kein anderer will. Ich meine, kann ich mir gewählt werden. Sobald einer will, ist hier direkt, guck mal, der also jetzt, das ist wieder dieser... Ich würde vorschlagen... Stimmen oder was das ist. Boah, ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Ich hätte den Vorschlag zu machen, dass ja, ich wir mich als holen, Präsident... Nee, das ist wichtig, weil du gehörst dazu in dem Vorschlag. Ich kann nicht, ich kann Gott sei Dank nicht gewählt werden. Ja doch, kannst du ja, doch, indem wir sagen, alle Nein bei mir, alle Nein bei Dalu, Bram wird Präsident. Ich bin für Nein bei Jay und ja bei Dalu. Aber wen soll ich denn dann wählen? Ich will nicht die Hitler-Verantwortung haben. Ja. Ich bin aber dafür, dass du der Präsident wirst, weil du, glaube ich, liberal bist. Ja, das ist richtig. Oder du bist im Zweifel, bist du dieser liberale Hitler, aber dann kannst du nicht Hitler, also du kannst ja nicht den Hitler wählen, weil du dann ja selber Hitler wärst, in dem Fall. Das stimmt. Jonathan? Deswegen... Ja, also wäre das mein Vorschlag? Wir sind doch in einer außerplanmäßigen Runde. Ja, muss ich jetzt nicht jemanden zum Präsi bestellen? Eben. Ach ja, stimmt. Oh lol. Da war ich zu früh. Entschuldigung. Aber ich dachte, deswegen dreht sich dann alles darum, weil außerplanmäßig kann Bram doch Präsident werden, oder nicht? Ich will aber nicht, bis du mir Hitler ist. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kann er? Oh, okay, ich lege mich jetzt vorweg fest. Ja, dann könnt ihr euch das selbst machen. Wenn ihr mich als Präsi wählt, will ich Dalu als Kanzler. Oh so, Gott. Arbeitet damit. Das ist mir egal. Okay. Das ist okay. Bram ist richtig sauer. Das ist sauer, für mich auch okay. So, damit könnt ihr arbeiten. Ja, ein bisschen Bescheid. Ansonsten, Peter, kannst du dir jetzt aussuchen, wer das ist. Ich gehe mir jetzt ein Wasser holen. Ja, und ich habe dir jetzt die Verantwortung zugeschoben. Ja, so für den Vorschlag. Ich bin dabei. Wenn ich Präsi werde, nehme ich an den Bram, geht dann als Kanzler. Macht ja auch nur Sinn. Christian müsste ja eigentlich auch dafür ja, sein. Ja, denke ich mal auch. Also hier steht, the president chooses any other player at the table to be the next presidential candidate by passing that player by presidency play card. That player nominates a chancellor, candidate, and election proceeds as usual. Also würde ich sagen, da steht nichts drin, dass man Bram nicht wählen dürfte. Nee, ich meine, du kannst auch hier. Dürfte man denn eigentlich, Peter dürfte sich jetzt ja nicht selber wählen. Nein, klar, beide. Ich glaube, er muss einen anderen. Any other player. Hitler hat sich selbst gefehlt, Spiel gewonnen. Ja. Okay, also theoretisch dürfte er Bram machen. Ja, okay. Wer ist dafür, das zu tun? Ich bin dafür. Ja. Könntest du nochmal kurz sagen? Bram zum Präsident zu machen, der dann Dalukat als Kanzler bestimmt. Ach, Bram, ey, ich bin dafür. Doch, wie du spielst. Also ich glaube, dass Dalu Fascho ist, weil ich bin liberal. Ich will ja nicht die Verantwortung haben, Jay. Die ganze Zeit, der nächste ist Dalu, der Arschloch-Move. Wenn du das du machst Mikkel, so ein gutes Spiel. Du auch, dass Christian auch Fascho ist. Ja, genau. Ich würde sagen, also wenn Mikkel und Dalu in unterschiedlichen Teams sind, dann bin ich nicht mit Mikkel im Team. Dann wärst du auch Fascho. Deswegen hatte ich ja vorhin die Dalu-Chris-Sepp-Theorie. Mhm. Dalu ja, und halt wohl jemand anders zum Präsi machen. Okay, das ist schwierig. Ja, warum? Wir sind auf vier. Ja, aber Peter, ja, Peter, Dalu, Jay und Mikkel wollen. Mikkel hat auch eine blaue gelegt, oder? Ja, okay, Peter, ja. Jay und Mikkel. Nein, ich frage gerade nur. Ich mag Bram als Präsident, ich mag Dalu gerade nicht als Zweiten. Ja, richtig. Hä, warum? Mhm. Christian, ja, warum hat ihn wohl? Doch der hat als Präsident noch nie eine blaue gelegt. Ja, aber ja, als Kanzler. Unser Land gebracht. Aber als ja, Kanzler. Ja, als Kanzler, ja, okay, ja, Peter, als was Kanzler. Was hast du gelegt bisher? Ja, ich schlag ja auch nicht mich vor.
Aber ich, also... Und ich, ja, hab als Kanzler eine blaue gelegt und wurde confirmed als liberal. Ja, echt mal. Also Danu, ja, ist unser heißestes Eisen hier am Tisch. Hallo? Also wenn Peter und wenn Peter jetzt Fascho wäre, würde er nicht Dalu, ne, würde er nicht Dalu distrusten. Also, weil Bram halt safe liberal ist und da würde er Bram halt als liberalen... Ich gehe halt ziemlich davon aus, dass Bram halt liberal ist, so wie er spielt. Ja, also das weiß ich halt nicht. Auch. Das ist aber halt, ich glaube, Bram hat einfach nur Dalu geworfen, weil er wusste, das ist... Weil er so keinen Bock hat. Ja, genau. Ja. Das ist halt keiner von euch hat Bock das Problem. Der nächste Präsi ist doch scheiße. Weil Dalu doch, der also von den Fakten her, am meisten... liberal ist. Nein. Hey, wieso das denn? Weil Bram ist am meisten liberal. Christian ihn confirmed hat und er auch eine blaue gelegt hat. Bram, ich vertraue dir. Also ich würde dir gerne vertrauen. Ich weiß nicht, bisher. James, ich hab, also ne, Peter hat's erkannt, ich habe Dalu nur gewählt, weil ich davon ausgegangen bin, dass ihr den nicht wollt, ja, deswegen auf. Wählt er mich nicht. Was wäre denn, wenn du, wen würdest du, wenn du an Peters Stelle wärst, wen würdest du denn als Präsident nehmen? Boah. Also. Ich möchte gleich auch noch kurz was sagen. Also, ja, Dalu. Also, nein, vernünftiger Antwort. Also rein vom Spielstil her. Vom Kartenspielverhalten her, ja, hab ich eine blaue gelegt, Mikkel und Dalu. Ich. Genau, ich Dalu. Und Sepp, Dalu und Sepp zusammen, ja. So, das heißt, von denen, aber das sind zu viele, meiner Meinung nach, als das unwahrscheinlich ist, dass man damit direkt die vier Liberalen getroffen hat. Mhm. Dementsprechend habe ich da keine Meinung zu, Jay, und deswegen will ich auch nicht Präsi sein. Und genau das in das Peters Perspektive würde ich einfach sagen, hör auf dein Bauchgefühl, Peter. du machst das schon. Wenn wir das Spiel verlieren, bin ich auch gar nicht böse. Ich kann nachher dann sagen, ha, ich warte nicht. Ja, so geht's mir auch, deswegen will ich auch gleich kein Präsi mehr sein. Aber rein vom Verhalten her muss ich davon ausgehen, von mir wieder, dass Jay Fascho ist. Come on! Ja, pass auf, ich erklär's dir. Ich fang das Spiel an und ziehe drei rote. Was das absolut Normalste ist und schon in 99 von 100 Fällen so passiert ist. Ich wurde confirmed als liberal. Ich hatte die Wahl, okay. Lege blau. Dalu, ich liebe dich. Wir nehmen Bram und Dalu, ist mir egal. Lass das machen. Damit er mir auch vertraut. Wollt ihr noch eine Theorie hören? Ja. Ich verstehe. Ja, Mann. Meine Theorie ist, dass Dalu vielleicht sogar Hitler ist. Weil Chris und Sepp ihn die ganze Zeit sehr gut zuspielen. Hä? Ja, und Bram auch? Ich hab ihn doch einfach. Bram ist es einfach scheißegal. Genau. Ich höre auf Mikkel. Nee, ich höre wieder auf Mikkel. Mikkel hat mich noch enttäuscht im Spiel. Oh Gott, ich hoffe, das jetzt sage ich nicht. Deswegen, also wenn die Leute in den Kommentaren anfangen, du hast keine Chance, außer. Dann will ich Mikkel als Kanzler. Ich würde es machen. Oh! Nein! Oh, noch, es gibt neue Möglichkeiten. Nein! Wenn jeder dran ist, weißt du, wie sorry er ist, weil er getan hat und er ja auf keinen Fall Faschist ist. Aber machen will ich jetzt irgendwie auch nichts. Ich stehe zur Kanzlerwahl. Nein. Ich stehe zur Wahl für beides. Ich schmeiß noch in den Ring. Ja, wenn ihr Dalu nicht wollt, dann nehme ich halt einen Mikkel. Wir haben mir eine blaue gegeben. Lass doch Christian und mich nehmen. Was? Nein, du bist nicht trustworthy. Nee. Ja, der aber. Hat eine blaue gelegt. Wer sonst? Ja, aber sonst will ja keiner. Genau, sonst will ja keiner. Hier, aber ich nehme mich. Auch nicht. Ich stelle doch gerade Möglichkeiten hier zu Debatte. Was wäre mit Präsi, Mikkel, Kanzler? Was wäre denn mit Bram und Sepp? Nein. Okay, Entschuldigung. Mikkel ist gegen. Ich mach es. Mikkel will einfach nur selber. Ich dachte nur so, die haben zwei Frauen gelegt. Warum eigentlich Bram und Sepp einfach? Ich mach das, weil ich weiß, dass ich nicht Hitler bin. Deswegen will ich das jetzt. Ja, genau, deshalb bist du nur für dich, weil du nicht Hitler bist. Man sollte man dich wählen, damit du gewinnst. Das ist richtig, weil ich weiß, dass die Liberalen dann nicht verlieren werden. Okay, wenn das so ist, Peter, nimm auf jeden Fall mich, weil ich weiß, dass ich liberal bin. Mikkel ist safe Hitler. Ja. Das ist dieselbe Situation wie immer. Also ich bin mir jetzt wenn bei der einen Folge jetzt Sepp wieder ist heute halt super aggressiv irgendwie, dass es der Fascho ist. Ich bin für Bram und Sepp. Ich bin für Bram, das wird nicht passieren. Bram und Dalu. Dann bin ich für Bram und Dalu. Sind wir auch für Bram und Dalu. Einfach nur, damit Dalu nicht wieder meint, ja, ich würde ihn nicht mögen. So ist das nicht. Du hast mir zwei Rote gegeben. Ja, das hab ich halt schon. Mich jetzt Präsi sein ist scheiße. Ist auch scheiße. Ich wähle jetzt einfach dich. Mach damit, was du willst. Es gibt für jeden eine Theorie, wie er Fascho sein kann. Oh Mann, das kann voll geraced sein. Kann ich Peter wählen? Nein, er ist für Müsli. Oh, schade. Hätte ich nicht sagen können. Das ist wirklich so. Es gibt für jeden eine Theorie. Du musst einfach auf dein Bauchgefühl irgendwann hören. Ja. Bauchgefühl, Bram. Sepp könnte Fascho sein und hat aus Versehen zwei blaue gezogen. Ich könnte immer noch. Egal, was Bram macht, ich will ja. Peter, der einzige Nachteil. Egal, was Bram macht, ich will ja.
Der einzige Nachteil an Mister ist mir alles egal, ist, dass Mister alles egal wahrscheinlich gleich schießen kann. Das ist aber cool für mich. Na, gucken wir mal. Ja, ich glaube, weißt du, wer schießt auf jeden Fall die Faschos weg. Wen soll ich nehmen? Oh, ui, Peter. Peter, schade. Okay, also Peter hat mit mir eine blaue gelegt. Oh, guck mal, er überlegt sich sogar wirklich mehr. Guck mal, die Drogen war eine leere Drohung, Peter. Mikkel hat mit mir eine blaue gelegt und ich war Kanzler. Die dritte kommt von Sepp und Dalu, da war ich aber dafür. Deswegen ist das meine. Ja gut, aber bei zwei war ich direkt beteiligt. So, das heißt, dass ich Peter nicht wählen kann, ist die Logik zumindest Mikkel zu nehmen. Ah, hä? Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ah, weil ist Dalu okay. Und ich haben ja doch auch eine blaue gelegt. Ja, und Sepp ist dagegen, deswegen bin ich dafür. Okay, bomb. Oh Gott. Ja, das Problem ist... Das ist cool. Das macht doch keinen Sinn. Ja. Also, macht für mich Sinn. Wenn es durchkommt, ist ich habe gesagt, gut, ich wähle ja. Aber kann ich nicht machen. Es ist halt Bauchgefühl. Das ist kein Mickler. Was willst du machen? Das ist kein Mickler. Man sieht das bei dir, Mann. Du musst das vorher umdrehen, Sebastian. Ja. Ich habe auch vorher gesagt, dass ich Nein wähle. Also ja, ich weiß ja nicht, aber Mikkel will ja eigentlich sowieso nicht das, was ich wähle. Mikkel ist Hitler. Es ist aber ist okay. Eh egal, Christian. Echt? Ja, wenn es eh egal ist, dann ist ja egal. Mikkel ist Hitler und das war's. Oh. Bist du Hitler? Oh. Ach, guck mal, fast nicht egal. Wollt ihr wissen, ob ich Hitler bin? Ich bin nicht ja, Hitler. Ja, wollen wir. Okay. Oh. Kannst du uns noch sagen, ob du Faschen bist? Hitler, das ist so die Karte hier, wa? Ja. Okay, also Dalu, Sepp und Chris haben Nein gewählt. Natürlich habe ich Nein gewählt. Hey! Mikkel, was tust du da? Hä? Warum ziehst du die Karte von Kanzler? Du bist nicht Präsi? Dalu! Ich hab nicht drunter geguckt. Was ist das denn hier, weißt du? Machtergreifung. Schiebung. Er wollte ganz schnell die Blauen aussortieren, Bram. Die war schon sehr excited, die Blauen legen. Warum bin ich denn Fascho? Weil du schon wieder auf das Ding gehst, dass ich Fascho bin. Okay, jetzt nein, ich hab doch nur gesehen, dass 93 ich kann zählen. Nachdem er mich jetzt nicht von Karren schmeißen konnte. Hat gerade gesagt, Sepp, Christian und Dalu haben Nein gewählt und hat gelacht. Also er geht immer noch. Natürlich lache ich, weil hier drei sind. Ja, das ist doch auch zum Lachen. Ja, weil Bram ist der andere Liberale. Bram ist der. Dann bringt's halt so zu Ende. Gut. Also Mikkel, Peter, was dauert denn da so lange, Leute? Dalu will erschossen werden, Mikkel. Ja, schieß auf mich. Ja, guck mal, was ist das hier? Oh, jetzt ich hab da großes Vertrauen in Bram. Morgens um 10 Uhr die Aufnahme und Bram ist im Mittelpunkt. Einer von euch hat großes Vertrauen in Bram und Mikkel, ja. Ich hab auch großes Vertrauen in Bram. Hab ich Vertrauen. Also in Bram hab ich auch Vertrauen. Ja, ich hab zwei Rote bekommen. Damit konnte ja niemand rechnen. Das war ja krank. Bram, ich nehme an, du hast noch eine rote weggelegt. Ja, ja. Ich glaube, er wollte schießen. Ich glaube auch. Bram, wie viele rote hast du an Mikkel gegeben? Das ist jetzt ganz schön scheiße, fällt rote. Mir gerade auf. Ja, du bist ganz schön scheiße. Ja, Alter. Ja, ich will das Spiel nicht mehr spielen. Können wir uns auf Unentschieden einigen? Das ist lustig. Bram, der Großvater hat eingebrockt. Bram, ich bin mir sicher, du bist liberal. Du kannst hier nicht mehr auf. Dann ist noch lange nicht verloren, Alter. Ja. Jay und Peter gaslighten Bram. Ich glaube wirklich auch, dass Bram liberal ist. Weißt du, ich euch das sagen. Peter, das ist natürlich noch nicht verloren. Aber jetzt habe ich halt diese Kugel benutzt. Kann ich nicht schießen? Nein. Du musst schießen. Aber schieß auf Dalu. Mit die Karte hier... Gibt es nicht vielleicht die Regel, dass in der Zwischenrunde die Karte nicht ausgelöst wird? Nee. Nein. In der Zwischenrunde, ja, gibt's. Also, wenn das Ding hochgeht. Du kannst die Waffe gegen dich selber. Du kannst die grüne Karte legen, dann kann ich mich selbst erschießen? Nein. Doch, Thema. The President executes one player at the table by saying, I formally execute player name. Ja, if that player is Hitler, he reveals his role card and the game ends in a liberal victory. Ja, rein theoretisch gibt es keine Regel, dass du dich nicht selbst erschießen kannst. Das stimmt. Mikkel, ihr könnt auch anders gewinnen. Ihr müsst mich nicht erschießen. Du musst einen umbringen am Table. Das steht drin in den Regeln. Ja, muss genau, wenn Hitler... Schieß auf Hitler, danke. Das Übliche halt in den Regeln. Kann wenn du Hitler kaputt bitte? Machst, haben die Liberalen gewonnen. Oh, und Peter hat aufgezeigt. Gibt es eine Meldenfunktion? Alle, die halt... Alter, es gibt Folge auf wenn die nicht Hitler sind, werden logischerweise dann nicht benannt. Alter, ich dachte mir, das wird so ein entspanntes Spiel, ein bisschen liberal, und ihr macht das schon, weißt du, und jetzt so ein Scheiß. Ja, du hast dich aber auch wirklich in den Mittelpunkt gedrängt.
Ja, du hast halt Mikkel zwei blaue gelegt. Ja. Und die dritte hast du dir auch noch zuerkannt. Also, ja, da habe ich ja für gestimmt. Du bist ja schon Mr. Liberal. Ja, aber jetzt bin ich ja raus. Ich habe schon zwei rote jetzt gelegt, glaube ich. Was ist das für ein schwarzes Loch, dieses Fog of War? Das sieht ja schlimm aus. Die ist auch da, Lu. Also, ich, wenn ich das richtig sehe, würde ich vielleicht gerne erschossen werden, weil ich sonst in zwei Runden dran bin und Hitler wäre. Also, doch, du lass das mal. Deswegen, wenn ich jetzt schon weg bin, ist aus. Du kannst mich doch nicht im Stich lassen, Dalu. Weißt du, was ist denn das für ein Spiel? Weißt du, keiner will Präsident werden, keiner will Kanzler werden, aber alle wollen erschossen werden. Weißt du? Ja, ich will nicht erschossen werden. Keiner will Verantwortung. Ich hab Spaß. Also, für mich, ich habe auch Spaß. Ich habe auch Spaß. Ja, also, lustige Runde. Jay muss Fascho sein. Ja, aber Peter ja, ist. Ja, Dalu Peter muss Fascho sein. Dalu frontet und, mich die ganze Zeit. Also Jay und Peter lachen sich deines Fäuste, dass du Bram. Natürlich lache ich, weil das halt ja, super ja, witzig ach. Ist mit Bram. Also ich glaube, nein, hey, du lachst dich auch die ganze Zeit, Schrott, was du uns hier die ganze Zeit auch wieder ja. vor. Das ist einfach verrückt, Junge. Verrückt. Ja, verrückt. Du und Sepp, ihr seid so ein komisches Team, die ganze Zeit zusammenarbeiten. Halt als wärt ihr die krassesten Buddies. Aber okay, Peter, wenn Sepp. Weil ihr eine blaue zusammen. Aber wenn Sepp und ich so ein krasses Team sind. Christian hat mich confirmed. Vorher ja, eben. Um die vielleicht ja, korrekt. Ja, und alle drei Faschos revealen sich in Runde er schießt die, die am ruhigsten sind, weil die wollen sich nicht in den Mittelpunkt drängen. Eingelullert. Ja, aber vielleicht, also Bram, um dir vielleicht die kleine Hilfe zu sein, er schießt vielleicht nicht Mikkel, der ist nicht Hitler, aber er schießt auch nicht Dalu, der ist liberal. Und er schießt nicht mich. Ja. Ja, das ist ein und er schießt. Ich überlege gerade, den einfachsten Weg zu machen, mich selbst aus dem Spiel zu nein, nein, das darf man nicht. Was heißt denn da? Das stimmt nicht, dass man das nicht darf. Sam hat nicht man verloren. Glaub, okay. Hat man verloren. Any other steht ja, da. Ja, aber nein, es wäre auch Quatsch. Also, sich selber zu erschießen ist ja Käse. Also, das bringt ja. Mikkel, da steht ja. auch any other player. Gibt keine Regel. Mikkel ist auf meiner Seite, oder? Ja. Dann wollte erschossen werden. Nein, ich will nicht erschossen werden, aber ich sehe also, keine Hoffnung mehr. Meine Theorie ist wirklich, dass Dalu in dieser Runde Hitler ist. Aber dann muss Christian auch der Böse sein. Genau, das heißt, und Chris und Sepp sind seine Handlanger. Dann muss Christian der Böse sein. Okay, stellen wir das doch mal in den Raum. Peter, Jay, Mikkel und ich, ja? Fühlen wir uns zugehörig zu einem Team? Ich ja, mag euch. Sepp, Dalu und, sind Sepp, Dalu und Chris Bram, die anderen? Bram, du sitzt im Hitler, du bist liberal. Das klingt so, als wärt ihr Bram, du sitzt Team. Im falschen Boot. Ich kann nicht da viel zu sagen. Du sitzt da drüben bei den Bösen. Weil ich halt nur eine rote Karte gelegt hat. Als ja, ich habe auch schon eine rote Karte gelegt. Ja. Kanzler. Jeder legt meine also, ja, rote Karte. Aber jeder legt meine rote Karte. Ich kann nicht sagen, ich bin safe liberal. Das also, kann ich halt keine nee, aber gelegt. Wenn man die Dynamiken am Tisch betrachtet, dann ist schon eine Vierer-Dreier-Konstellation auf jeden Fall ja, da. Ja, ja, auf jeden Fall schon. Gerade war auch drei. Aber du, ihr wisst schon, das ist auch immer so, die Faschisten brauchen einen Liberalen im Boot. Ja, ja. Eine Vierer-Konstellation ist wenn ich okay. mir so gucke, ja, wer wie argumentiert und so, dann wirkt das schon sehr Fascho von euch, muss ich sagen. Ja, dann wirkt das schon so, als wenn Mikkel, Peter und Bram, Jay die ganze Zeit Bram einlullern. Du sitzt da gerade in einem Ruderboot mit so einem Lutscher und neben dir sitzen drei Leute mit Knarren. Ja, ja das ist ein falsches Boot. Nee, nee, das ist so. Da sitzen drei Leute mit dem Lutscher und ich bin der mit der Knarre, ja. Ja, so sieht er aus. Eigentlich die Lutscher haben. Bram, genau, wenn du jetzt Hitler bist, ist das der geilste Play übrigens ever, 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 möchte ich mal das ganz stimmt. kurz sagen. Ja, jetzt klar ich ein Fascho ab dann, weil das wäre auch noch das nice. Wär so das wäre so witzig. Das wäre so witzig. Oh mein Gott, das wäre gut. Deswegen dauert das so lange. Boah, bitte lass das so sein, ne? Das wäre nice. Dann würde ich auch verstehen, wenn du dich selber abknallen möchtest. Heißt, deswegen muss ich mich jetzt bei Bram anschalten, damit er mich nicht abschießt, sonst wird das knapp. Ja, das ist schön, dass der das machen will, am meisten tut. Ich weiß halt echt nicht, wen ich, also den einzigen, den ich nicht erschießen würde gerade, ist Mikkel, weil der halt nicht Hitler ist. Danke. Ja, er schießt auch nicht Jay, weil ich jetzt schon sonst Präsi bin. Ja, das ist ein gutes Argument, das gefällt mir. Okay, okay, gehen wir dein Argument weiter, Dalu. Er schießt nicht Jay. Peter schießt nicht, weil ich mit dem eine blaue gelegt habe. Dann wäre der nächste in der Reihe du. Ja, ich wurde, wenn du das weißt, ich wurde confirmed als Liberal, habe eine blaue gelegt, selber nur aber von Chris. Ja, das Confirm ist nichts und die wert. Wahl, ja, und die Wahl bekomme ich von Sepp. Das heißt, wir haben was hier eine confirm, Dreierkonstellation, die auf zwei Enden bei doch, mir sozusagen schon. Ausgeht. Also, also ich weiß nicht, ob Chris sozusagen die Wahrheit sagen musste und selber trotzdem Fascho ist. Ich weiß auch nicht, ob Sepp mir eine blaue geben musste, weil er ja zwei blaue hatte und es nicht wollte. Aber trotzdem laufen zwei Stränge zu mir, ja, die das nicht ist, liberal ich weiß, machen. Das ist genau der Punkt. Pass auf, jetzt passieren folgende zwei Sachen in den Kommentaren. Wenn ich dich nicht erschieße, schreibt in den Kommentaren drin, boah,
Dalu war Hitler, das war so klar, den hätte man erschießen müssen. Sepp und Christian waren auf jeden Fall seiner Seite. Erschieß ich dich, ja, und du warst nicht Hitler, ja, dann war Boah, war so klar. So klug sein. Ja, genau, aber das passiert immer. Du kannst am Ende gewinnen. Du kannst also dich doch nicht nur davon leiten lassen, weil die Kommentare halt dich vielleicht fronten. Ja, vor allen Dingen, wenn er halt einen Fehler also, das ist ja nicht mal ein Fehler, weil es gibt ja keine Beweise. Du gehst ja nach deinem Bauchgefühl und nach dem, was die Leute gelegt haben und wie sie agiert haben. Also, wenn ich nach meinem Bauchgefühl, wenn am Ende die Karten alle da liegen und du dann sagst, oh Scheiße. Also, ich sag mal so, wenn Bram Fascho sein sollte und du weißt, dass Dalu Hitler ist, ja, dann würde ich sagen, wäre es dumm, wenn du Dalu erschießt. Ja. So, das wäre, dann würde ich sagen, dann dürften die Kommentare auch dich flamen. Aber wenn du halt liberal bist oder Hitler bist und du halt im Zweifel einen erschießt, der halt falsch ist, dann That's the game. Die Situation ist trotzdem scheiße. Ja, also die ist lustig. Ich finde die sehr lustig. Ja, ich mache jetzt auch. Ich finde die sehr also lustig. Also Dalu wäre jetzt halt das Risky Play und der Safe Play wäre Christian zu erschießen, weil mein Bauchgefühl sagt, dass der lügt. Wer hat denn der Safe Play? Ist ja alles zu. Weil du redest so unfassbar viel, da tust du sonst nicht. Wieso rede ich denn viel? Bei den meisten. Ja, wieso weiß ich nicht. Aber da tust du. Das Schlimme ist, bei Jay ist es jede Runde gleich und du weißt, also es ist Münzwurf, Fasche oder Liberal. Also ich finde jetzt einfach. Dann ist das gut gespielt von mir. Dann ist das auch als Liberal bist du erschossen wird und ich werde dann einfach random erschossen. Du bist einfach random erschossen von mir. Natürlich. Nee. Das ist genau der schöne Grund dafür. Dann kannst du Dalu ja auch nicht glauben. Nee, tue ich auch nicht. Aber ich kann ja nur einen erschießen. Wenn an mir geht, würden wir beide vom Feld. Okay. Okay, lass mal kurz das Szenario durchspielen. Christian, Sepp und Dalu sind quasi die Bösen. Christian dann wäre Dalu Hitler. Christian hat Dalu confirmed. Mhm. Ja, wo ich von Anfang an gesagt habe, das ist euch sowieso alles scheißegal. Dann wird darauf rumgehackt, weißt du, was er sagen muss und welche Mindgames hier betrieben werden. Weißt du, ich habe von Anfang an gesagt, das ist nur für mich. Also in eurer Welt geht ihr davon aus, dass die drei Faschos sich glaub, nächste Mal in Runde 2 schon revealed haben. Und das ist halt musst du auch nicht. Die Frage ist, wen würde Hitler, also klar, du musst halt alles, du musst dich an allem hängen und greifen. Wen würde Hitler confirmen? Wenn er Hitler wäre. Wen würde er selber confirmen? Würde er versuchen, sich einen liberalen Freund zu holen? Würde er versuchen, er kann quasi sich ja nicht aussuchen. Der wusste das zu dem, Zeitpunkt noch nicht. Hitler weiß doch gar nicht, wer Fascho ist. Ja. Okay. Aber du musst halt andersrum sehen. Ja? Wer hat in welche Richtung quasi zugespielt? So rum sehe ich das, weißt du? In welche Richtung habe ich gespielt? Okay, ich habe Peter zum Prisi gemacht, aufgrund der Reihenfolge, das kann man als Zuspiel sehen oder nicht. Wir haben eine blaue gelegt. Ich habe, Mikkel hat mich gewählt. Warum hat Mikkel mich gewählt? Weiß ich nicht. Weil ich eine blaue gelegt habe. Könnte man aber als Zuspiel interpretieren. Sepp und Christian beide Richtung Dalu gespielt. Jay hat noch in gar keine Richtung gespielt. Juhu! Dalu hat auch noch in keine andere Richtung gespielt, deswegen erschieße ich Dalu, du bist Hitler. Nein! Nö, bin ich nicht. Verdammt! Oh, das ist die logischste, meiner Meinung nach, die logischste Entscheidung. Ja, für die Team Fascho. Oh. Nee, also ich werfe dir da jetzt wirklich nichts vor, Bram. Hätte ich Mikkel, genauso gemacht. Peter und Jay sind immer noch Faschisten. Ja, tut mir leid. Aber gut. Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber du bist jetzt Präsident. Christian, wir beide wuppen das. Haben es Team der Fascho gelaufen. Der ist jetzt erstmal. Ja, Moment. Ja. Das wird. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich würde dann am liebsten halt immer noch Bram. Bei der außerplanmäßigen Sache ziehen die mit? Ja. Also ja. Der Kanzler, glaube ich, schon. Ah, sorry, Dalu, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Na, das ist doch glaube ich, auch nein. Egal. Ja. Nee, ist nicht egal, ich will dich da drum kümmern. Er hätte schon fast Geld draufgesetzt. Ja, hätte ich jetzt wetten müssen, hätte ich. Dalu ist wahrscheinlich Fascho. Da haben wir halt nicht den Hitler getroffen. Wenn es Christ der Hitler. Dalu war kein Fascho. Christian hat als Präsi eine rote gelegt und Sebastian hat als Präsi eine blaue gelegt. Hitler legt eher die blauen. Also Bram ist auf jeden Fall nicht auf Christians Seite. So viel können wir auf jeden Fall schon mal festhalten, weil sonst hätte er Christian geglaubt mit Dalu ist liberal. Lass doch Bram Präsi werden und er wählt mich. Kann er nicht. Nee. Ich weiß aber nicht, ob ich dich gewählt habe. Das ist eine Dreierkonstellation. Jungs, ja, ich habe jetzt Scheiße gemacht. Ich bin jetzt raus. Ja, ich spiele jetzt liberalen mit. Ihr müsst das unter euch ausmachen. Runterspielen oder nicht? Du kannst überspringen und Bram wird Präsi.
Was ist das denn? Der ist previously elected Präsi. Ich hab grad den falschen erschossen. Sepp, du willst mich nicht nochmal als Präsi haben. Nein, Präsi wirst du nicht immer. Ja, doch. Jay, nimm mal also einfach Peter. Wenn du doch, Präsi wirst du, glaube ich, wirklich Präsi immer. Das Schild heißt einfach nur. Wenn wir mal davon, gehen wir davon aus, dass wir alles richtig. Ist richtig. Bram das könnte theoretisch Präsi werden. Ja. Genau. Aber er hat. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass wir, wenn wir wirklich die Viererkonstellation beibehalten sollten, müsste ich Peter wählen. Weil Mikkel oder Bram kann ich nicht wählen. Also Bram bin ich mittlerweile halt auch gegen. Dalu habe ich halt als liberal gesehen. Der ist jetzt erschossen worden. Bram wollte mich ja auch erschießen. Also Bram kann ich halt nicht nehmen. So geht nicht. Mikkel ist da genauso in dem gleichen Sumpf drin. Problem ist, Christian, wir sind jetzt die beiden Liberalen mit Bram. Und Bram ist halt Team Fascho rübergelaufen. Vor allen Dingen ist Jay... Kann sein. Und das Problem ist, wir kriegen Bram nicht zurück. Aber es ist immer noch am besten, Bram als Präsi zu nehmen, weil er wird keine Blauen wegschmeißen. Und dann müssen wir hoffen, dass das irgendwie durchgeht. Ja. Weil wir beide werden nicht als Präsi gewählt. Durchgehen, weiß ich nicht. Redet ihr mal untereinander. Also ich werde halt, wie gesagt, Peter wählen. Entweder macht ihr halt nein und wir gehen zu Bram weiter. Ist auch gut für mich. Ich finde das auch nice. Ich finde das sehr gut. Was denn? Ihr seid doch beide die Faschos. Ja, nee. Ja, also dann reden wir einfach darüber, wenn du meinst, wir sind die Faschos. Einfach und dann ist gut. Macht auf jeden Fall Bock, so zu spielen. Kriegst du deine Neins und Ende. Richtig sauer, okay, dann erzähl. Ja, aber du redest, also wir diskutieren. Aber nimm doch jetzt einfach. Du fängst einfach an, darüber zu reden. Ja, ich bin doch der wählen darf! Da darf ich aber sagen, wenn ich wähle. Dürfen wir dann ausreden? Ja, wenn er seine Entscheidung getroffen hat, ist es doch. Nicht zwangsläufig, aber okay, dann rede aus. Nimm Peter. Ist cool. Ich bin kein Fascho, deswegen könnt ihr auch gerne reden. Nimm Peter. Ich würde immer noch überspringen und Bram als Präsi nehmen. Nee, den will ich da aber nicht drin haben, Sepp. Ja, aber das ist der Einzige, der liberal sein könnte. Bram, wen würdest du als Dingens nehmen? Ich äußere mich da nicht. Willst du das überhaupt? Okay. Du hast doch gesagt, du wolltest doch noch liberal spielen. Ja, liberal mitspielen. Ich truste Sepp nicht. Ja, da musst du doch dich äußern. Ich truste Sepp auch nicht. Okay. Oh, jetzt haben wir zwei Fronten. Aber er konnte seinen Punkt machen und wurde nicht übergangen. So. Jay macht deinen Zug. Jay, vielleicht sind wir beide die einzigen Teams, sind Peter und Mikkel oder Sepp und Christian sind unsere Freunde. Ich hab keine Ahnung, Mann. Wähl halt Peter von mir aus. Mir egal. Ab. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne. Ich bin kein böses Blut, wenn ihr mich überspringt. Wirklich nicht. Ja, bei mir auch. Kann ich verstehen, weil ich bin der Letzte in der Reihe. Müsst ihr wissen. Peter, bist du Hitler? Ich meine Felder übrigens. Nein, wir müssen auch umdrehen. Du kannst den Felder nicht wegmachen. Wir sind ein Team. Warte mal. Erstmal müssen wir gucken, ob Peter überhaupt gewählt wird. Ja, ich weiß, aber ich kann davor sagen. Ach so, okay. Ach so, hast du überhaupt schon belegt? Nein, Peter. Das war aber auch ein nice Film. Wenn du jetzt Hitler bist. Wenn du jetzt Hitler bist, Peter, hast du mich gekriegt. Nein, bin ich Hitler. Bist du Hitler? Nein. Geil. Okay, immerhin. Das ist durchgegangen, ne? Ach, ich hab so Angst, dass ich nachher der Idiot war, der sich von den Faschos hat einlullen lassen, wirklich. ganz ehrlich, Mikkel, das wird in den Kommentaren ziehen. Nee, du hast einen Daniel erschossen und Christian, ich hab von so liberal haben die gespielt, der hat sich von Jay einlullen lassen und Peter. Ich seh dir schon kommen, weißt du? Außer da du war Fascho, dann werde ich jetzt gefeiert wie so ein junger Gott, weißt du? Da vielleicht den 200 IQ-Move gemacht. Christian und Dalu stehen halt alleine da. Also dadurch, dass Christian ihn gecheckt hat. Ich weiß, ich bin liberal, aber macht halt keinen Sinn, sonst müsste ja ein anderer übergelaufen als sein. Als ob! Okay, Moment, wer hat gerade als ob gerufen? Das wundert mich nicht, Mikkel. Ich dachte gerade, Jay hätte als ob gerufen und ich wollte gerade sagen, willst du mich komplett verarschen? Die Überlegung ist, jetzt muss ja wieder geschossen werden. Wir sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Drei Rote. Das heißt, du hast danach 2 gegen 3. Das kann doch potenziell nicht sein. Ja? Ja, schieß bitte mich. Das heißt, wenn du jemanden. Warte, lass mich doch mal kurz ausreden. Wenn du jemanden potenziell ragen sehen willst, erschießt du nicht Brammen. Weil dann muss der nämlich am Tisch hier bleiben, bis wir uns zur letzten roten Karte gewotet haben. Ich finde auch, Bram sollte am Leben bleiben, um das auszubaden. Ich habe mein Bestes getan als Politiker. Ich habe versagt, erschießt mich. Chris oder Sepp? Chris ist. Chris möchte das Spiel jetzt mit der letzten roten Karte beenden. Es ist doch abgefuckt, oder?
Mhm. Oh! Hoppala! Wie, nein, nein, nein! Selbstmord ist keine Lösung, Bram. Selbstmord ist hier drin, mein Freund. So nicht, du bleibst im Boot, bist okay. Das gesunken. Also, nochmal, jetzt ist es soweit, ne? Die Veto-Power ist enabled, nur damit ihr das schon mal wisst, ja. damit ich euch da nochmal auffrischen kann. Die nächste Wahl, wenn die durchgeht, wird ganz normal durchgewählt, bla bla bla. Dann kann der Kanzler sagen, wenn er die zwei Karten hat, er möchte Veto einlegen. Wenn der Kanzler Veto einlegt, dann muss jetzt der Präsident sagen, okay, ich stimme dem Veto zu. Dann ist es weg, die Wahl. Oder wenn der Präsident sagt, nö, dann geht's, glaube ich, weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe. Übrigens an dieser Stelle, Veto Schmeto ist eine tolle Quizshow, die ihr bei uns auch auf dem Kanal findet. Absolut, die ist richtig geil. Ja. Ja, genau, also es geht auch dann nicht hier ein weiter. So, jetzt muss ich mich um die unangenehmen Sachen ins Leben kümmern. Ach Quatsch, was heißt denn unangenehm? Drauf da! Warte mal, ich schieß mich also selbst oder Christian. Ich hätte gerne Peter die Wahl gelassen, um ihn vielleicht erschießen zu können. What? Wenn er halt Scheiße gebaut hätte, kann ich aber nicht. Ja, ich hatte zwei Rote. Ja. Also überlegen, wo wen ich schieße. Wer schießt Mikkel oder Sepp, Junge? Ich habe eine Frage. gerade bei der letzten Runde hat Bram Mikkel gewählt, richtig? Das heißt, dort wurden drei Rote gezogen. Jetzt wurden wieder drei Rote gezogen. Es sind drei Blaue noch im Spiel. Das heißt, hier in diesem Stapel müssten jetzt drei Blaue liegen, außer Brammen oder Jay lügen. Richtig? Das ist richtig. Sag mal, habe ich das irgendwie falsch verstanden? Also wir haben jetzt eine 3 gegen 2 Situation gleich, richtig? Wieso? Wahrscheinlich, also je nachdem, was Jay ist. Ja, je nachdem, wer da halt gerade rausgeflogen ist. Genau. So, ne? Genau. Schieß doch. Was heißt denn schieß doch? Als ob das so einfach wäre gerade. Sepp oder Mikkel? Ich würde Sepp oder Chris. Also auch das Chris, also, ist tatsächlich, ich will, dass du auf Sepp schießt, finde ich auch wieder. Also, wenn ich Bram glaube, dann ist Christian halt auch Fascho. Ja. Also. Was? Ja. Also zumindest. Aber selbst spielt die ganze Zeit gegen mich. Das nervt mich, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt die Schusspower. Irgendwie hätte ich da Bock drauf. Aber ich muss halt. Nein. Ja, aber ich muss. Nee. Ich will da schon überlegen, ob wir da nicht. Wer ist denn eher Hitler? Liberal durchkommen. Das stimmt. Also vom Tisch gesehen müsstest du tatsächlich, also ich würde ihn natürlich gerne noch drin lassen, weil er dieses Spiel so unglaublich gerne spielt, aber tatsächlich müsstest du Bram erschießen, damit er nicht der nächste Präsident wird. Also eigentlich, Jonathan, wenn du liberal bist, ja, und du drei Rote gezogen hast, müsstest du jetzt rein rechnerisch Bram erschießen. Also, da sind halt drei Blaue drin, theoretisch. Weil die Wahrscheinlichkeit, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da drei Blaue drin sind, ist natürlich gegeben, ist aber halt sehr gering. Was sagt denn dein Gefühl, Jonathan? Mein Gefühl sagt, dass es in die Richtung geht, die Peter, wir die ganze Zeit schon spielen. Weil ich vernünftig argumentiere, möchtest du mich erschießen? Ich erschieß Christian. Das hab ich nicht verstanden. Okay. Christian ist der andere, der quasi in Fascho mit Dalu ist. Argumente ziehen hier einfach nicht mehr. Ja, Christian, bist du Hitler? Kann doch nicht sein. Das heißt, wir haben entweder mich, okay, wir dürfen weder mich Sepp noch Bram als Kanzler machen. Mikkel. Das muss jetzt aber sein. Guck mal, Mikkel. Ich habe ja gerade. Ah, nee, muss nicht. Doch. Nee. Hä? Sepp, ich finde dein Argument gut. Mikkel, ich habe ja gerade ein super gutes Argument gebracht. Das wurde einfach überhört und dann wurde Christian erschossen. Ja. Jetzt bist du meine letzte Hoffnung, weil Peter und Jay haben beide an diesem Strang gerade gezogen, Bram quasi nicht zu erschießen. Ne? Bram muss ja dann der Böse sein und Jay halt und Peter auch. Du bist jetzt der Einzige, der Bram nicht in diesen beiden Roten integriert war, weil du hast einfach zwei Rote gekriegt. Du bist mein letzter Strohhalm, den ich hier greifen kann. Seppel labert dich. Also wenn Bram jetzt böse wäre, also
Wäre das der krasseste Plot-Twist in der Pizza. Also wir haben eh verloren. Wir müssen nicht mischen, wir haben nur noch drei, oder? Ja, die drei werden einfach komplett gezogen. Theoretisch sind da drei Blaue drin. Wo ich dir zustimme, okay. Ich habe drei gezogen. Das heißt, Jay müsste jetzt auch drei gezogen haben. Ja, hat er auch. Ja, logischerweise. Nee, ich meine drei rote. Rote gezogen. Ja, aber in dem Stapel von neun. Von neun waren drei. Sind da fünf oder sechs blaue drin? Sechs blaue. Sechs. Das heißt, du hast da, wenn du nicht geschummelt hast, sind da drei blaue Hunde drunter. Sind da drei blaue drunter? Das wäre natürlich der mega Brandfuck. Also ich sag mal so, wähl mich, weil wir sag wissen, ich ja, Hitler Bram. Oder also, worauf wolltest du hinaus? Das macht am meisten Sinn. Das ist genau die Sache. So. Also an Jays Stelle, wenn ich an Jays Stelle gewesen wäre, egal was wäre, hätte ich Bram erschossen, weil rein rechnerisch und von den Fakten her hätte es Bram sein müssen. Deshalb habe ich die Reaktion aber er hat jetzt mich, aber nicht er hat mich, doch, er hat mich nicht erschossen, weil er weiß, dass ich liberal bin und quasi für ihn spiele, weil ich halt auf Jays Seite bin. Aber Jay hat Christian erschossen, weil Christian war liberal mit Dalu, den ich erschossen habe. Und damit haben wir jetzt gerade eine Pattsituation von 3-3. Ne, 2-3, wir haben verloren. Was? Was? Wieso bist du jetzt alleine nur noch mit Jay? Peter jetzt auch? Fascho? Ich bin liberal, du bist liberal und wahrscheinlich wird's Mikkel und Peter immer noch sein, oder nicht? Ja, wir spielen jetzt schon das Ende. Ich will natürlich jetzt Mikkel wie vorher angekündigt, weil er hier kein Hitler ist. Ja, ich gehe davon aus, dass das Spiel aber schon verloren ist, dass wir zwei Liberale gekillt haben. Oh, das wäre so ärgerlich. Auch aus. Ich stimme für nein, weil ich. Es ist egal, ganz ehrlich, ganz egal, wie es ausgeht, es war eine geile Runde. Es hat wirklich Spaß gemacht, weil ich überhaupt nichts mehr checke gerade. Ich war mir zwischendurch so sicher, dass ich es weiß. Jetzt bin ich gerade wieder so lost hier. Ich bin mir auch sehr unsicher mittlerweile, aber mal gucken. Die eine Möglichkeit wäre bei The Ray noch, jetzt dreimal Nein zu wählen und zu gucken, ob da eine blaue drunter ist. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Ne? Ich würde das auch mal, also das würde ich try. Wollte nur mal gerade überlegen. Aber ich will es jetzt wissen. Aber warum sollten die Faschos logischer jetzt Nein wählen, Bram wenn ein, sowieso drei Guder. Faschos da sind, zwei Liberale? Also die Faschos können jetzt Bram ist ein Guder. Jo sagen. Da werden jetzt drei blaue unter. Du bist der Einzige, der Nein macht. Ja, und der einzige Liberale. Spricht immer noch. Blaue und fertig. Mann, ey, nachher bin ich so dumm gewesen. Mikkel, kannst du zwei blaue einfach legen? Ich probiere. Weil Bram kann nur eine blaue. Also jetzt kommt auf jeden Fall dann ja eine blaue raus, weil es sind ja drei blaue. Korrekt. Also Mikkel kann sich nicht mal hier vor den Karren schmeißen und eine rote jetzt werfen. Okay, irgendjemand macht Schmu, weil ich habe gerade eine rote weggelegt. Ich habe auch noch eine rote weggelegt. Okay. Kann das denn sein? Zwei rote. Wie kann das denn sein? Blaue. Wie kann das denn sein? Also, das verstehe ich aber nicht. Was ist los, Alter? Ja, dann muss Jay eine rote, eine blaue. Nein, das kann ja gar nicht sein. Dann muss Jay zwei blaue weggelegt haben. Soll ich die Soldaten jetzt funktionieren? Haben? Dann hätte passt ihr überhaupt nicht. Ich habe zwei rote von Jay gekriegt. Ja, richtig. Jay hat ich habe zwei rote, Jay hat eine blaue ich habe drei rote gezogen. Und Peter und hat eine blaue und eine rote gehabt und hat die rote gelegt. Das stimmt nicht. Nope. Not. Ich habe zwei rote bekommen von Jonathan. Wenn wir in dem Dreier-Team das spielen, werden wir das gewinnen. Das ist aber gelogen. Mann, ich was nicht ganz verstehe, Bram. Weil ich nicht ganz verstehe. Das Bram, ist Quatsch. Du hast Dalu ermordet da, Bram, ne? Ja, aufgrund weil du, der... Weil Jay hat ja Christian ermordet. Bram Jay ist, würde niemals ist, Bram? Seinen eigenen wegtöten. Ja, deswegen. Bram ist es dann, oder was? Man kann ja nicht. Hitler? Die haben gerade eine blaue gelegt. Die hätten ja niemals eine blaue jetzt gelegt. Ja, wenn ich halt Bram kann ja wäre, nicht. Hätte ich mit ja, Mikkel aber wahrscheinlich, natürlich, wahrscheinlich sagt jetzt einfach Mikkel auch noch, die haben rote da drin gehabt, um einfach nur Peter und mich kaputt zu machen. Halt, stopp. Hä? Ich hatte wirklich eine rote. Lasst uns jetzt hier nicht so irgendwie uns gegenseitig zerstückeln. Also, das ich kann Sinn. Nur sagen, dass ich drei rote gezogen habe. Und ich hatte auf jeden Fall zwei. Safe. Und damit hat Bram Schmu gemacht. Nee. Und Mikkel wahrscheinlich jetzt mit. Nein. Ich also, wirklich okay, keinen Schmuck gemacht. Ich drösel das mal eben kurz auf. Moment, weißt du, Sepp ist jetzt der einzige liberale Rest, der noch hier ist? Natürlich. Wir haben jetzt zwei Zweierteams? Natürlich bin ich der letzte Liberale hier. Wir haben einen Fascho, habe ich mit Dalu einen Fascho gekillt und Jay hat einen Liberalen gekillt? Kann das sein? Oder andersrum. Oder andersrum. Nee, aber das macht keinen Sinn, wenn Jay Fascho ist, dass der dann, oder Sepp spielt richtig gut, ich weiß es nicht. Mikkel, Sepp, du bist auf meiner Brand Seite. Weiß einfach nicht, wen er schießen muss. Was? Das ist wahrscheinlich Hitler. Bram hat einen liberalen Hitler gespielt. Und hat dann seinen Mate getötet. Und hat einfach aus Versehen Dalu als seinen Mate getötet.
Nee, dann hätte ich das Spiel jetzt ausmachen können, wenn ich Hitler gewesen wäre. Ah. Die Aussage passt nicht, Jay. Naja, wenn du zwei blaue gezogen hast, nicht. Außer er hat drei blaue. Und Mikkel ist blöderweise liberal. Wenn wir drei blaue gezogen hätten, selbst hätten wir keine... Nee, zwei blaue oder sowas, weil du halt vorher schon welche halt erst hast entfernt. Ja, aber wo ist denn sein zweiter Kollege? Mikkel und? Ja, du oder... Dalu? Peter. Weil er nicht wusste, wen er erschießt. Aber wenn Mikkel sein Kollege wäre, dann hätte er auch die andere blaue weggelegt und dann hätten die eine rote gelegt. Hätten also wenn die nur eine rote hatten. Für mich auf Mikkel jeden Fall, ist ja nicht sein Kollege, Mikkel ist liberal. Egal wie wir zwei das spielen, Jay ist für mich jetzt fast schon, weil wenn dann drei blaue drin waren. Ja, logisch. Aus deiner Sicht, ganz klar. Und Jay muss dann ja nicht so. Und jetzt kommt noch der Punkt, Peter auch, weil Peter muss die andere blaue verschwinden lassen. Haben. Gleichfalls, da, Bram. Da ist das Problem. Das kann nämlich nicht so sein. Ich glaube nämlich, da du schon zweimal dran warst. Zwei rote hatte. Du hattest zwei Präsidentschaften gehabt, wo du was hast verschwinden können, lassen können. Ich nicht. Ich hatte drei rote. Ja, ich hätte doch jetzt ausgemacht. Nein! Wäre. Das ist doch alles Scheiße. Passt doch nicht. Du hast vorher schon eine blaue entfernt und hast das nicht gesagt. Ist egal, wie viel du redest, du bist als durch du geschossen mich. Hast. Ja, das verstehe ich. Aber ich muss doch nur die anderen verständlich machen, wie ich halt lebe. Dann erklär mir eine Sache, Jonathan. Ja. Du sagst, Bram hat zwei blaue gehabt und eine rote. Ne? Möglicherweise. Also ist jetzt erstmal dein kann Guess. Sein. Dann hat der Mikkel eine rote und eine blaue gegeben. Richtig. Mikkel ist und liberal. Mikkel ist liberal und legt eine blaue. Und wer sind dann Brams Kollegen? Wahrscheinlich Dalu und keine Christian. Ahnung. Ja, nee, also glaube ich nicht. Nur noch Christian dann, oder Peter. Keine Ahnung, du. Aber Bram hat doch Dalu erschossen. Ja, weil er halt Hitler ist und nicht weiß, wen er erschießen muss. Das sind ganz schön viele hätte, wäre, wenn. Also, das ist echt. Also, ja, das könnte sein. In der Runde haben wir 1000 hätte, wäre, wenns. Das könnte sein, aber das sind echt viele wenns. Ne. Die Frage ist, ob Peter mit unter der Decke steckt oder ob selbst der andere liberal ist. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt vom anderen Team betrachtet, wenn Bram jetzt einfach mal schaut, er hat drei. Was hast du gezogen, Bram? Jetzt gerade eine blaue und zwei rote. Blaue und zwei rote. Das heißt, es fehlen zwei blaue im ganzen Spiel. Die hätten verschwinden müssen. Bei Jay und Pete. Bei Jay einer und Pete hat Mikkel und gerade vorher gekriegt und vorher hat Bram sie verschwunden lassen. Die sind beide bei Jay und Pete gerade verschwunden. Ja, und gleichfalls kann ich auch sagen, Bram hat die gerade verschwinden lassen und da vorher verschwinden lassen. Das Ding ist, ich will jetzt Peter wählen, weil ich will nicht Hitler wählen. Das würde funktionieren. Richtig so. Und dann sehen wir ihn. Wir sind auch beide liberal. Ich bin bei Bram und bei Jay, bin ich verwirrt. Aber ich weiß, dass ich zwei rote hatte. Ja, ich weiß gerade auch nicht, ob die Liberalen... Oder sind da nur fünf blaue drin? Nee, sind eine mehr. Nein, es sind safe sechs. Ich habe vorher... Ich mische das ja immer. Keine Ahnung, wenn Peter jetzt elf rote drin, glaube ich, und... Haben wir sechs blaue. Pech gehabt, aber das ist mir jetzt... Also ich werde jetzt nicht zwischen Sepp und Jay wählen hier. Das ist auch die richtige Wahl, meiner Meinung nach. Das Problem ist, Mikkel... Mikkel, warte. Also es gibt... Bestimmt Probleme, ja. Wenn Peter liberal ist, können wir wehtun, ansonsten ist das Spiel verloren. Nee, ja genau, wenn Peter liberal ist, können wir wehtun. Also auch wenn er jetzt nicht Hitler ist, ja. Wenn er nur blau ist, drin ist durch. Du hast drei rote, kann Peter nicht sagen, hey, veto das an und leg die einfach. Also gerade gibt es zwei Konstellationen, weißt du? Entweder Sepp ist noch Hitler und wir haben alles richtig gemacht, oder Jay hat mich des Todes verarscht. Ja. Ah. Kann ja nicht. Also Bram, einer von uns hat Schmu gemacht. Wie funktioniert das mit dem Veto? Und ich weiß, was ich gezogen habe. Peter muss das Veto ziehen. Ich hab dich nicht verarscht. Peter muss das Veto ziehen. Wenn er das Veto nicht zieht, kann er die Karte legen. Deshalb ist das nicht so geil gerade. Wenn er aber hättest du denn lieber gehabt, Sepp? Gerade sackt alles. Ja, ich hätte mich gewählt. Ich will weder nicht da in der Präsidentschaft haben, in der ganzen Konstellation, wo stecke ich denn gerade? Ich kann doch eigentlich nur der einzige Liberale sein. Das ist total verrückt bei dir. Bei mir ist gerade alles offen, ganz ehrlich. Und ich weiß, dass Peter nicht Hitler ist und dafür ist er für mich der... Was bin ich für eine Rolle? Hitler vielleicht. Neutral. Aber in welchem Team, Mikkel? Hitler ist immer Fascho. Ja, und in dem Team von wem dann? Gar nicht. Also ich bin alleine Fascho. Das kann sein, dass du mittlerweile der einzige Fascho noch am Tisch bist, ja. Es kann sein, dass Christian und Dalu das waren. Wir machen uns das gerade super schwer. Und entweder ist Jay oder Sepp Hitler. Wie soll das denn gehen? Wer hat denn dann die Blauen weggeschmissen? Mikkel. Sepp kann nicht der einzige Fascho mehr am Tisch sein. Ja, richtig. Wer hat die Blauen weggeworfen? Ich weiß es nicht. Die Liberalen, die sich gedacht haben, da bin ich tatsächlich an Sepps Seite. Alter. Es ist mir zu viel Mathematik.
Ich das Herz der Karten und auch wenn es ein Fascho ist. Also die nächste Karte entscheidet das Spiel. Also, ja, ist egal. Okay, Bram sagt ja. Oh mein Gott. Das ist halt nicht gut. Ja, besser so als andersrum. Wenn ey, wir müssen, irgendwann müssen wir eine Entscheidung haben. So, und wir können uns hier zu Tode diskutieren. Das ist echt so. Ich hätte dich wählen können, Mikkel. Ist er nicht ehemaliger Kanzler? Wenn ihr ihn übersprungen hättet, hättest du Mikkel nicht wählen können, oder? Das ist einfach wahr. Drei blaue und wahrscheinlich dann ist ruhig. Hätten wir so oder so verloren. Also egal, ob wir. Ich habe keine drei blauen mehr. Sind noch zwei rote drin, oder? Können. Ach, ich hätte das einfach noch weiter. Peter! Ach, dankeschön! Dankeschön! Ich glaube, ich habe den falschen erschossen. Alter, was du? Bist du eigentlich völlig dumm, Junge! Du hast mir null zugespielt. Was? Ich hab dir gesagt, ich will das Spiel jetzt gewinnen mit der letzten Roten. Es war doch klar, dass ich liberal bin. Ja, aber das ich bin so doch liberal. Klar, ja. Ja, Christian, du hast das nicht klar das genug gesagt. Du das hast war das, mir du nicht hast klar das genug. Verschwurbelt, so gesagt. Ich hab ja. Würde sagen können, ja, Jay, wir sind die drei Faschos. Ich kann Jay nicht, nein, ich kann Jay nicht als Hitler konfirmieren, weil den einzigen Gedanken, den ich hatte, wo Jay Angst vor hat, ist, dass da noch blaue liegen und man dann durch die Wahlen oder so, also keine Ahnung, ich hab's nicht verstanden. Oder ob er nicht wusste, dass du der andere deswegen wollte ich das auch wusste, nicht dass Peter deswegen wollte ich halt nicht sagen, dass Jay Hitler ist. Und komm, wir machen das jetzt. Aber Jay, ich hab dir doch gesagt, er schießt Sepp. Er schießt Sepp, mein Gefühl sagt, ich hab gesagt, ich will mit den roten Karten gewinnen. Also ich meine. Ja, also, das ist okay, dass du mir das halt deutlich gemacht hast. Dann habe ich verstanden, aber ich hab nicht hundertprozentig, ja, das war ein Fehler. Es war wirklich ein Fehler. Ich hab, als ich mich erschossen habe, das habe ich kurz gedacht, ich habe vergessen, wir haben trotzdem gewonnen. Gott sei Dank. Aber ich habe viel Quatsch gemacht dort mit dem Erschießen. Ich habe aber wirklich, ich war so in meiner Rolle vertieft, dass ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt Bram beweisen, dass ich liberal bin, indem ich auf seiner Seite bin und Christian erschieße. Weil ich war so in meiner Rolle drin, dass ich dann erst gedacht habe, nachdem Christian gesagt hat, what? Habe ich gedacht, scheiße, ich habe einen Faschisten erschossen. Auch beide die zwei blauen verschwinden lassen, ne? Nein, natürlich. Ich hatte eine blaue. Ich habe keine blaue verschwinden. Ich habe zwei rote bekommen. Deswegen musste ich nicht mal lügen. War ganz also angenehm. Irgendwas war schmu. Ja. Also und schade, dass ihr am Ende nicht mehr drauf kam. Also ich habe keine Ahnung. Ich böse Christian gut war unmöglich. Sechs. Eine mehr. Blau. Sechs. Ja. Wie kann das? Ich hatte drei rote. Also ich hatte nicht drei rote. Zwei rote und eine blaue halt. Und die blaue hat Mikkel gelegt. Es kann ja sein, dass die blauen immer unten geblieben sind. Ja. Also ich war ja nur einmal dran, aber ich habe keine blaue verschwinden lassen. Ich hatte drei rote. Habe ich, Moment, nee, ich habe dir, glaube ich, die Wahl gelassen, Peter. Hä, aber du hast krass mal mit Dalu. Ich glaube, ich habe die blaue, ich weiß gerade nicht mehr, weil es ist, Alter, das ist viel passiert. Aber Mikkel, am Ende habt ihr vergessen, dass ich böse Christian gut gar nicht ging. Weil das ging nicht, genau. Stimmt, ja. Also, ja. Ich glaube, wir haben Schmu gemacht tatsächlich. Bin mir ziemlich sicher. Die zwei blauen fallen? Ja, ja, habe ich mich selber überzeugt, dass ich zwei rote habe. Moral High Ground zu sein. Ja, hab schon alles richtig gemacht. Heftige Runde. Alter, ich bin fast vom Stuhl gefallen, als und so was morgens um 10, Alter. Glaube ich dir. Da habe ich wirklich Quatsch gemacht. Alter, aber mein gut, Herz, das ist so aufregend, dieses Spiel, ey. Das war eine lange Runde, Secret Hitler, aber ich glaube, hoffentlich eine schöne für euch. Es hoffentlich hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Haut rein, egal, Städtchen. Ciao. Tschüss. Ciao.